Mit dem Geschmack des gekochten Hartweizens und der Tomatensoße kommen die Bilder. Alte Bilder aus meinem eigenen Leben. Ich bin 20 Jahre alt, schwarz und schlecht gekleidet, vor allem in endlos langes schwarzes Haar. Darunter verbirgt sich der aufmüpfige Charakter, die noch nicht gebändigte Unerfahrenheit. Ich staune und lebe in der Via Fiori Oscuri, der Straße der dunklen Blumen, nicht weit von der Scala, dem Dom und der Via Monte Napoleone, wo die Tempel der Gewissenlosen hell durch den Smog leuchten. Die Autos verschwinden in Hauseingängen, wo Aufzüge sie irgendwo hinfahren. Die Frauen sind immer geschminkt und verwöhnt, und vor der Stadt am Lagerfeuer stehen Huren im flackernden roten Licht. Das ist Mailand, ein Moloch aus Arm und Reich. Er spendet mir reichhaltige Bilder, irgendwo zwischen Expressionismus und George Gross. So surreal und unwirklich. Ja, ich versuche Bilder zu fressen, sie in mich aufzunehmen und bemerke es noch gar nicht zwischen Stein und Gestank, denn ich passe überhaupt nicht hierher. Aber die Kunstakademie riecht so akademisch nach Kunstgeschichte und Aufruhr. Studenten debattieren lautstark in den Bars nebenan und gegenüber, so wie es in Köln, wie meine Großeltern vor 100 Jahren nicht anders erlebt haben. Das wird eine Grundierung, wie ich sie liebe. Ein Pastell mit Spuren, verletzt und gebrochen, kaum konkret. Und doch zeigt sich jetzt bereits alles, was ich sagen will. In Komposition und Inhalt lege ich mich jetzt fest. Scheinbar abstrakt zwingt mich dieser Grund ohne Widerworte auf meinen Weg. Hart und entschlossen will der Neubeginn gewagt sein, auch wenn mich aus dem Palmut an Geschichten vielleicht ein dekoratives Bild berührt, das leicht zu verkaufen wäre. Doch ich wähle die Herausforderung, nehme den Federhandschuh der Eigenverantwortung auf. Entschlossen gehe ich mit den farbschweren Breitpinseln drauf los. Inhaltgebend, füllend mit komplementärem Ausrufen von Entsetzen und Strahlkraft. Zärtlich lasse ich die Haare der Pinsel durch die Finger gleiten. Malen ist die Lust meines täglichen Überlebens. Jetzt lebe ich intensiv, gehäutet bis ins Innerste hinein, filettiert in transparente Farbschichten, lasierend übereinander lagernd, bereit, sich mit Pinseln aufnehmen zu lassen, um auf der Leinwand exhibitioniert zu lagern. Mit den Fächern beginne ich zu verweben, von oben, unten, rechts, links, diagonal, farbfrei und weich wird das Ganze gestreichelt, bis es nahtlos gewebt wirken wird. Frauen erwartet, die nicht mit Schönheit und ein paar Schmeicheleien zufrieden sind. Ich habe mit meinem Abwenden von der Druckgrafik Galeristen verschreckt, Kunden verstört. Antons dritte Frau zog auf dem Kriegsfahrt gegen mich durch die Szene. Ich wurde erklärte Emanze und bekam ein Mundwerk. Das war der Anfang, der lange kam, nachdem es schon ewig losgegangen war. Es fing mit dem Karrierehöhepunkt an, dann folgte die Ochsentour, alles andersherum. Und da war keine Zeit für Allüren. Zwischen Verkaufserfolgen, Disziplin, Handwerk und Sommerloch lauert der Hunger. Und nicht nur der, die Kontoführerin ruft an, der Strom bleibt abgestellt, die Künstlersozialkasse streikt. So war es für mich, das Erwachen nach dem Höhenflug auf dem Kunstmarkt. Niemand hat mir Mut gemacht, weiterzumalen. Aber wozu hätte das gut sein sollen? Wenn ich den Mut nicht für mich erhalte, für wen denn dann? Jetzt sitze ich lächelnd unter meinem Farbenhimmel, tief, weit, verheißungsvoll.
Wer soll in diesem Moment genau dies malen? Genau so, und nicht ich? Genau so muss es jetzt entstehen. Die Liebe, die Verzweiflung, das Hinsehen. Wahrsagen mit allen Gefühlen. Dazu liebe ich. Bin ich da?